Feuer ist eines der vier klassischen Elemente in der altgriechischen Philosophie, zusammen mit Wasser, Erde, Luft und das fünfte Element ist Äther. Feuer wird sowohl als heiß als auch als trocken angesehen und laut Plato mit dem Tetraeder einer dreieckigen Pyramide in Verbindung gebracht. In einem griechischen Mythos stahl Prometheus das Feuer von den Göttern und gab es den Menschen, wurde aber dafür bestraft. Ich habe Prometheus in früheren Videos mit Luzifer dem Lichtträger verglichen und in diesem Kontext steht das Feuer symbolisch für Auferstehung und Wiedergeburt sowie für Verstand und Vernunft oder Wissen. Und dazu gehört ein inneres Wissen oder eine Gnosis. In den meisten Wicker-Traditionen sowie in den Schulen der Mystik und der Freimaurerei hat das Feuer eine Doppelnatur und ist zum Beispiel während der Zeremonie der Wintersonnenwende präsent und steht einerseits für Schöpfung und Licht und andererseits für Zerstörung und Reinigung. Viele der esoterischen Denkschulen in der zeitgenössischen okkulten Gemeinschaft wurden von der goldenen Dämmerung, Golden Dawn oder hermetischen Ordnung der goldenen Dämmerung beeinflusst, um sie hier von der politischen Kraft in Griechenland zu unterscheiden. Und es war im 19. und 20. Jahrhundert ein Geheimbund, der sich dem Studium der Metaphysik, paranormaler Aktivitäten und zeremonieller Magie widmete, Magic mit einem K buchstabiert. Dem von Alastair Crowley populär gemachten Typus. Die Gründer waren Freimaurer und die Organisation basierte auf einem ähnlichen System von Hierarchie und Initiation, wie man es in Freimaurerlogen findet. Allerdings wurden Frauen gleichberechtigt mit Männern zugelassen. Die erklärten Ziele waren die spirituelle Entwicklung. Und der Orden lehrte esoterische Philosophie auf der Grundlage der Kabbala, Astrologie, Tarot und anderen Formen der Weissagung, wie zum Beispiel Geomantie, und den inneren Mitgliedern wurden mehr esoterische Praktiken beigebracht, wie zum Beispiel das Hellsehen, was man auch Wahrsagen nennen könnte, Astralreisen und die wirkliche Alchemie, die nichts mit der Umwandlung von Metallen zu tun hat. In den höheren Ebenen wurden geistige Kommunikationen vereinbart, die mit übernatürlichen Wesenheiten, den sogenannten Geheimen Häuptlingen, stattfinden sollten, während einige Anhänger der Tradition der Goldenen Dämmerung glaubten, dass die Geheimen Häuptlinge keine übernatürlichen Wesen seien, sondern eher symbolische Darstellungen tatsächlicher oder legendärer Quellen spiritueller Esoterik, die ihren Weg in die Lehren des Ordens fanden. Andere bestehen darauf, dass es sich tatsächlich um diskarnate Entitäten handelt, das heißt um bewusste Wesen, die keinen physischen Körper besetzen, die die Aktivitäten der Organisation diktieren und lenken. Für diejenigen, die nicht glauben, dass solche Dinge existieren, eine andere Möglichkeit ist, dass die Mitglieder während oder nach ausgedehnten Sexualritualen in einen Trancezustand geraten, in dem Teile des Unterbewusstseins zugänglich sind und auf diese Weise Informationen abgerufen werden. Auf jeden Fall war die Goldene Dämmerung um 1900 in Großbritannien gut etabliert, und zu den Mitgliedern gehörten viele Berühmtheiten, sowie Alistair Crowley selbst. Zu den weiteren bemerkenswerten Mitgliedern gehörte H.P. Lovecraft, ein amerikanischer Autor, der vor allem für seine Werke im Horror-Fiction-Genre Verbotenes Wissen und nichtmenschliche Einflüsse auf die Menschheit bekannt ist. Rasse ist der umstrittenste Aspekt von Lovecraft und würde er heute noch leben, wäre sein gesamtes Werk sicher zensiert und unveröffentlicht. Ein weiteres angebliches Mitglied war Bram Stoker, ein berühmter irischer Autor, der heute vor allem durch seinen Roman Dracula bekannt ist. Charles Henry Allen Bennett war Mitglied. Er war ein Freund von Aleister Crowley und am besten bekannt für die Einführung des Buddhismus in den Westen. Sir Arthur Conan Doyle war Mitglied, er war Autor von Sherlock Holmes, und es gab viele andere, vor allem Autoren und Kunstschaffende. Die Grade oder Stufen der Goldenen Dämmerung basierten auf dem kabbalistischen Lebensbaum. Aber dasselbe oder ein ähnliches Modell wurde ein oder zwei Jahrhunderte zuvor in Deutschland verwendet, wo die Ideen der Rosenkreuzer aufblühten, von Hessen im Norden bis nach Bayern im Süden. Die neuzeitliche deutsche okkulte Wiederbelebung verdankt ihre Entstehung der Popularität der Theosophie, einer in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert etablierten Religion, die vor allem von der russischen Einwanderin Helena Blavatsky gegründet wurde. Ihr Motto lautete: Es gibt keine höhere Religion als die Wahrheit. Und während sich ihre Schriften weitgehend auf asiatische Religionen wie Hinduismus und Buddhismus stützten, war sie sich der gemeinsamen alten arischen Ursprünge bewusst, die auch an ältere europäische Philosophien und den Neoplatonismus anknüpften, deren Wurzeln nach Blavatsky selbst alle auf das mythische Atlantis zurückzuführen sind. Die ursprünglichen Tempelritter, die um 1119 gegründet wurden, waren ein militärischer Kreuzritterorden, der finanzielle Netzwerke in der gesamten christlichen Welt, einschließlich Teilen des Nahen Ostens, aufbaute. König Philipp IV. von Frankreich beraubte den Orden seines wirtschaftlichen und politischen Einflusses, wahrscheinlich zumindest teilweise, weil er ihnen finanziell so viel schuldig war und die Tempelritter satanischer Praktiken, Perversionen, Blasphemie und anderer Sünden beschuldigte. Während dieser Zeit wurden in Europa viele sexuelle Praktiken als Sünde betrachtet, und dies geht zurück auf den Garten Eden, in dem der Sündenfall der Menschheit in esoterischen Interpretationen der Geschichte aufgrund fleischlicher Handlungen durch das Essen der verbotenen Frucht dargestellt wurde. Ich habe dies bereits in mehreren Videos besprochen und werde in der Beschreibung Links für diejenigen hinterlassen, die sich dafür interessieren. Diese sexuellen Rituale gehörten zu den geheimen Schätzen, die von den Tempelrittern nach Europa zurückgebracht wurden, bei denen es um spirituell esoterisches Wissen ging und nicht nur um Gold, da sie bereits durch ihre Bankpraktiken äußerst wohlhabend waren. Diese okkulten Techniken wurden zur Grundlage der höheren Ebenen der Geheimgesellschaften, wie der Goldenen Dämmerung, der Rosenkreuzer, der Freimaurer, der OTO und viele andere, einschließlich der Thule- und Vrill-Gesellschaften, die in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden. Which Were established in pre-World War II Germany. Rudolf Steiner wurde 1902 zum Generalsekretär der Deutschen Theosophischen Gesellschaft ernannt. Steiner war ein österreichischer Autor, dessen politische Ansichten dem Nationalsozialismus feindlich gesinnt waren. Mit anderen Worten, er war gegen die Nationalsozialistische Partei, veröffentlichte aber trotz dieser bekannten Tatsache folgende Worte: Zitat: Die Vorfahren der atlantischen Bevölkerung lebten in einer Region, die verschwunden ist. Der größte Teil der Bevölkerung von Atlantis ging zurück oder verschwand. Und von einem kleinen Teil stammen die sogenannten Arier ab, die die heutige zivilisierte Menschheit ausmacht. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts haben Wissenschaftler unter den mehr als 400 Dialekten der indoeuropäischen Sprachen Ähnlichkeiten festgestellt. Die Forscher sind sich einig, dass sie alle auf eine angestammte Sprache namens Proto-Indoeuropäisch oder Arisch zurückgeführt werden können. Genetiker verglichen mitochondriale DNA von blauäugigen Individuen aus so unterschiedlichen Ländern wie Jordanien, Dänemark und der Türkei und kamen zu dem Schluss, dass Menschen mit blauen Augen von einer demografischen Gruppe abstammen, die vor rund 10.000 Jahren am Schwarzen Meer lebte und sich mit der Landwirtschaft ausbreitete. Laut Professor Eidelberg von der Abteilung für Zelluläre und Molekulare Medizin an der Universität Kopenhagen, Zitat gehörten die ersten Menschen mit blauen Augen zu den Proto-Indo-Europäern oder Ariern, die später die Landwirtschaft nach Westeuropa ausbreiteten und später Pferde in den Iran und nach Indien ritten. Wie kommt es, dass dieser blauäugige Phänotyp, der nur 6% der Weltbevölkerung ausmacht, einen so großen Einfluss auf die Entstehung und Verbreitung der landwirtschaftlichen Zivilisation weltweit haben würde? Die Antwort wird getreulich in der biblischen Geschichte Noahs gegeben, in der es darum geht, wie Überlebende aus dem Pleistozän oder der Eiszeit domestizierte Tiere, die in der Landwirtschaft verwendet wurden, wie Pferde und Ochsen, ins Holozän, unser heutiges Zeitalter, gerettet haben. Noah soll sich auf dem Berg Ararat, einem Teil des kaukasischen Gebirges, niedergelassen haben, woher wir das Wort kaukasisch haben. Für diejenigen, die biblische Referenzen nicht anerkennen, wenden Sie sich bitte an irgendeinen Professor der anthropologischen Abteilung einer akkreditierten Universität und fragen Sie, warum die landwirtschaftliche Zivilisation an Orten wie Mesopotamien so früh begann und nicht zum Beispiel an Orten wie Papua Neuguinea oder den Andamaneninseln zwischen Indien und Thailand, wo es heute noch isolierte eingeborene Stämme gibt, die in der Steinzeit leben. Jeder legitime Anthropologe wird sich der entscheidenden Rolle, die domestizierte Tiere bei der Entwicklung der frühen Massenlandwirtschaft spielten, wohl bewusst sein. Und es gibt nur eine Gruppe von Menschen, die Pferde, Rinder und dergleichen behielten, weshalb sie das Holozän völlig dominierten, zum ethnischen Adel wurden und als Götter wahrgenommen wurden, während andere demografische Gruppen dies nicht taten. Ein ähnliches Phänomen ist während des Zweiten Weltkriegs und bei den sogenannten cargo kulten zu beobachten. Dies ist in einem anthropologischen Kontext der wahre Grund für die Bedeutung des Ausdrucks von Gott auserwähltes Volk, da ich glaube, dass, wenn es einen Gott gibt, er oder sie wahrscheinlich alle Menschen gleich liebt, aber nicht alle Menschen nach den Kataklysmen der Eiszeit Tiere domestiert hatten, so dass nicht alle Menschen die landwirtschaftliche Zivilisation gleich entwickelt und verbreitet haben. Aus diesem Grund werden Götter und Adelsstatuen sowie mumifizierte Überreste von so unterschiedlichen Orten wie Peru bis hin zum alten Ägypten mit blauen Augen und blonden oder roten Haaren dargestellt. Aus diesem Grund wird in Lehrbüchern der mexikanischen Regierung, die in jedem mexikanischen Klassenzimmer zu finden sind, ihr antiker, voreuropäischer Gott mit blonden Haaren und einem Bart dargestellt. Diese Beschreibung stammt auch von Credo Mutwa, dem 94-jährigen sulu schamanen der vor kurzem in Südafrika verstorben ist, und der behauptete, dass dieses von ihm gemalte Bild großer blondhaariger, blauäugiger Wesen von schwarzen afrikanischen Stämmen auf dem ganzen Kontinent lange vor der Ankunft der weißen Europäer gesehen worden sei. Credo war der offizielle Historiker der Zulu-Nation und er sagte, als die Europäer zum ersten Mal kamen, dachten die schwarzen Afrikaner, dass sie die wiederkehrenden weißen Götter seien, die sie Mutsungu nannten. Infolgedessen nannten sie die europäischen Siedler beim gleichen Namen. Dies war in etwa die gleiche Reaktion, die die Völker Mittelamerikas hatten, als Cortés und seine spanische Invasionspartei 1519 ankamen, und sie dachten, er sei der zurückkehrende Gott Quetzalcoatl. Ein anderer Gott, der als groß, bärtig und blauäugig beschrieben wurde. Im früheren Video diskutierte ich die jüngsten Beweise dafür, dass Landwirtschaft im Pleistozän oder in der Eiszeit existierte und dass die Prognatie der Chromagnon-Typen darauf hindeuteten, dass sie wahrscheinlich landwirtschaftlich genutzt werden. Ich assoziierte auch Cro Magnon mit dem mythischen Kontinent Atlantis in der Annahme, dass eine solche vorsindflutliche seefahrerische Zivilisation während der Eiszeit existierte. In Übereinstimmung damit behaupten fast alle bekannten Quellen, die von Atlantis sprechen, einschließlich Hellseher wie Edgar Casey und okkulte Autoren wie Madame Blavatsky, dass die alten Atlanter Sonnenanbeter waren und primitiven Stämmen bekannt waren denen sie als Sonnengötter begegneten. Diese Sonnenreligion verfolgte den Weg der Sonne einschließlich der Häuser des Tierkreises, wie ich in einem früheren Video besprochen habe, zu dem ich auch einen Link in die Beschreibung aufnehmen werde. Während dies aus praktischen Gründen wie Navigation und Landwirtschaft geschah, markierte es auch die Jahreszeiten und Zeiten für die Abhaltung von Ritualen. Dieselben acht Zeiten des Jahres wurden in die verschiedenen Feiertage übersetzt, die noch heute in vielen der Weltreligionen und Geheimgesellschaften beobachtet werden. Während die Theosophie weiter an Popularität gewann, löste sich Rudolf Steiner ab und gründete eine neue Organisation namens Anthroposophie. Steiners Orientierung war dem Christentum näher als der hinduistische Ton, der die Theosophie dominierte. Aber er entfernte sich nicht allzu weit und veröffentlichte von 1903 bis 1908 in Berlin den Luzifer mit dem Z geschrieben und benannte ihn später in Luzifer Gnosis um, der sich zu einem wesentlichen Teil der Zitat sexuellen Religion der Aria« widmete. Um diese Zeit war Guido von Liszt ein aktiver Journalist und Schriftsteller, der volkstümliche Ideologie und Okkultismus zu einer Art esoterischer Lehre verband. Das deutsche Wort Volk ähnelt dem englischen Wort Folk. Die völkische Bewegung wurde von den rekonstruierten Traditionen der alten Deutschen inspiriert und dazu gehörten auch vorchristliche heidnische Praktiken, die heute als Okkult bezeichnet werden. Guido von Liszt begann seine Doktrin des Armanismus besser Armanenschaft zu propagieren nach den Hermionen oder Herminonen, von denen er behauptete, sie seien die Erben des Sonnenkönigs, eines Gremiums von Priesterkönigen und der alten arischen germanischen Nation oder des alten germanischen Reiches. Lists esoterische Religion schien Material aus der Freimaurerei und dem Rosenkreuzertum entlehnt oder zumindest gemeinsam zu haben und beschäftigte sich mit den esoterischen Lehren der Gnosis, die sich von der exoterischen, für die unteren Gesellschaftsschichten bestimmten Lehre, dem Wotanismus, unterschieden. Wotan ist die deutsche Aussprache von Odin. List behauptete, dass die Vorherrschaft der römisch-katholischen Kirche in Europa eine anhaltende Besetzung der germanischen oder arischen Stämme durch das römische Reich darstellte, wenn auch jetzt in einer religiösen Form und eine anhaltende Verfolgung der alten Religionen der Germanen und Kelten. Er glaubte auch an die magischen Kräfte der alten Runen, Biorhythmen, des Yoga und der Kabbalah. Und schlug die Erforschung der Runen für okkulte Einsichten vor, was von akademischen Kreisen abgelehnt wurde, aber von seinen Anhängern, die 1908 die Guido von List-Gesellschaft bildeten, begrüßt und finanziert wurde. Die Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft waren schnell dabei und die Organisation nahm Einfluss auf andere, wie die Frill-Gesellschaft, angeführt vom Medium Maria Orsitsch. Ein weiterer Befürworter war ein Ex-Mönch namens Jörg Lanz von Liebenfels, der 1903 einen längeren Artikel in einer Zeitschrift für Bibelstudien veröffentlichte, der in englischer Sprache The Biblical Man Animal hieß, zu Deutsch der biblische Tiermensch und in welchem er durch eine vergleichende untersuchung antiker kulturen hinweise aus der ikonographie und literatur entdeckte die auf das anhaltende überleben der hominiden affenmenschen ähnlich den neandertalern die aus fossilen überresten in europa bekannt sind oder dessen was heute als homo erectus bezeichnet wird und in java entdeckt wurde bis in die frühe historische zeit hinein hinzuweisen schienen Bedenken Sie, dies war mehr als 100 Jahre vor der Sequenzierung des menschlichen Genoms, bei der festgestellt wurde, dass die europäische und asiatische DNA 2 bis 5 Prozent genetische Anteile von Neandertalern und heutigen afrikanischen Bevölkerungen südlich der Sahara enthält, die bis zu 19 Prozent ihrer genetischen Abstammung auf eine ausgestorbene archaische Hominidenart wie den Homo Erectus zurückführen. Die in der DNA heutiger Asiaten oder heutiger Kaukasier nicht vorkommt. 1905 erweiterte Jörg Lanz von Liebenfels seine Forschungen, indem er behauptete, dass, Zitat, die alten nordischen Völker von interstellaren Gottheiten abstammen. Ein Konzept, das sich in vielen Kulturen auf der ganzen Welt wiederfindet, von den amerikanischen Ureinwohnern bis hin zum alten Indien. Und er postulierte, dass die modernen Bevölkerungen ein Ergebnis der Kreuzung zwischen diesen alten himmlischen Menschen und den Affenmenschen sind, was seiner Ansicht nach auch durch die Genesis-Kapitel der Bibel unterstützt wird, in denen die Vermischung der Gottessöhne mit den Sterblichen diskutiert wird. Im selben Jahr begann Jörg Lanz von Liebenfels mit der Herausgabe der Zeitschrift Ostara, benannt nach der heidnischen germanischen Frühlingsgöttin und gründete im folgenden Jahr Ordo Novi Templi, den Orden der neuen Templer. Am 18. August 1918 wurde die Thule Gesellschaft gegründet, die Elemente der Guido von List Gesellschaft und der Ordnung der neuen Tempel vereinte und sich in dreifacher Form mit Wotan identifizierte. Und dieses Konzept kann mit Hermes Trismegistos und der Grundlage der Hermetisierung verglichen werden, die ich in einem Video behandelt habe und die ich auch in die Beschreibung aufnehmen werde. Der Name Thule stammt von einer Insel, die von griechischen Geographen am nördlichsten Ende der Welt lokalisiert wurde, und nach ihrer Mythologie war sie die Hauptstadt von Hyperborea, einem sagenumwobenen Land angeblich in den nördlichsten Polarregionen, das ursprünglich von Herodot aus ägyptischen Quellen erwähnt wurde. Einige haben die Hyperboreaner mit den Überlebenden von Atlantis gleichgesetzt, die von Plato beschrieben wurden, wiederum in Anlehnung an ägyptische Quellen. Angeblich spaltete sich Hyperborea in zwei Inseln, die als Zentrum einer fortgeschrittenen verlorenen Zivilisation galten. Friedrich Nietzsche begann 1895 sein Werk Der Antichrist mit den Worten Sehen wir uns als das, was wir sind. Wir sind Hyperboreaner. Diese Idee einer vorsintflutlichen Zivilisation aus der Nordpolregion, die älter ist als Platons Atlantis, spiegelt sich in den Schriften von Bal Gangadhar Tilak wieder, der ein Buch mit dem Titel Die arktische Heimat in den Veden verfasste, in dem er argumentiert, dass die alten heiligen indischen Veden nur in der Arktis entstanden sein können und dass die Arier sie, also die Veden, nach dem Ausbruch der Eiszeit in den Süden brachten. Dieser Gedanke wurde von vielen okkulten Mysterienschulen und esoterischen Religionen ebenso geteilt wie von Maria Orsitsch und der Deutschen Vrill-Gesellschaft. Die glaubten, dass es Überreste dieser alten Zivilisation gab, die in unterirdischen Höhlen überlebten und dass sie schließlich von einem himmlischen Ursprung auf und später in die Erde gelangten. Für diejenigen, die mit Maria Orsitsch nicht vertraut sind, Sie war ein Medium, das angeblich Mitteilungen und Anweisungen erhielt, wie ein Antischwerkraftfahrzeug zu konstruieren sei, das angeblich von den Deutschen in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelt worden war. Es gibt eine beträchtliche Menge an Beweisen für diesen technologischen Sprung der Deutschen, angefangen von Berichten während des Krieges über sogenannte Fu-Fighter oder schwimmende Geräte, die der Schwerkraft zu trotzen schienen, bis hin zu Radiosendungen von tatsächlich fliegenden Scheiben, wie die, die einen ganzen Abend lang über Los Angeles schwebten, obwohl sie von hunderten von Artilleriegeschossen beschossen wurden, ganz zu schweigen von den Berichten über die immer noch als geheim eingestufte Operation High Jump in der Antarktis, bei der die alliierten Streitkräfte unter der Führung von Admiral Byrd eine militärische Armada aufgestellt haben sollen in dem erfolglosen Versuch, tief unter dem Polareis errichtete deutsche Stützpunkte aufzuspüren und zu zerstören. Wenn also an den nordischen Bevölkerungen, die außerhalb dieser Welt leben, etwas Wahres dran ist, und wenn sie irgendwie mit den alten Ariern verwandt sind die während des pleistozäns als chromagnon bekannt gewesen waren und die recht plötzlich nicht nur in den fossilienberichten voll entwickelt und voll modern mit nicht nur einem einzigen handwerkszeug sondern auch mit einem einzigartigen blutfaktor im vergleich zu jedem anderen hominiden auf dem planeten mit resus negativer blutgruppe auftauchen wenn an dieser wilden spekulation etwas wahres dran ist dann bleibt die frage Woher kam der Chromagnon? Während der Begriff arisch oft mit Widder in Verbindung gebracht wird, also Aries, dem griechischen Gott, dessen Äquivalent der römische Mars ist, behaupte ich, dass sich der Begriff auf das Alter des Widders bezieht und dass sich der Name je nach dem astrologischen Alter der Äquinoctiumsprozession von 2200 Jahren geändert hätte. So hätten sie sich zum Beispiel in der Zeit vor dem Widder mit dem Stier oder Taurus verbunden, wie es die minoische Zivilisation tat, und so weiter. Nach Maria Orsitsch war die Heimatwelt tatsächlich viel weiter entfernt als der Mars. Es war ein Planet um den Stern Aldebaran, der sich im Sternbild Stier befindet und in alten Chromagnon-Höhlenmalereien als das Bullauge zwischen Orion und den Plejaden in einer Höhle die heute abgeregelt und verboten ist, genau dargestellt zu sein scheint. Mein Name ist Stoll, Axel Stoll, ich bin promovierter Naturwissenschaftler, bin in allen Naturwissenschaften zu Hause mit einer ganzheitlich vernetzten Denkweise. Und sind Sie auch in Arier? Ja, sicherlich. Ich bin. Äh, Germanischer, deutscher Herkunft, das alles. Mhm. Äh, mein Vater war hoher Militär und im Zweiten Weltkrieg ja auch äh, dann äh, Freiwilliger für SS. Die, mein Vater musste der, der muss den nachweis hier erbringen. Das ist interessant, fast alles Militärs. Und Ihre Familie mhm. hatte so einen Ariere-Nachweis? Ja, mein Vater, ja, natürlich. Alles Militärs. Und äh, das ist auch die Ursache dafür, da ich mich sehr gut in Militärtechnik auskenne die reichsdeutschen Flugscheibenentwicklung, wie man das hier sieht. Ja, das sind die anfänglichen Formen, da gab es noch Flugscheibe 1, 2, 3, Modell 1, 2, 3. Und das sind Haunebu-Flugscheiben, gab es verschiedene. Haunebu? Haune, ja, der Name Haunebu, Haune kommt irgendwie aus dem Nordischen, die Abstammung. Da ist ja 10, ein -Kreuz 10, Kreuz Ja, das war bei den ursprünglichen, ja. Nicht? Der Mond ist besiedelt, der Mars ist besiedelt und noch einige Planeten mehr. Vermutlich auch einige andere Fixsternsysteme. Aber das ist die Vermutung. Naja, aber das würde ja bedeuten, der Mond und der Mars wären besiedelt von Nazis. Ist richtig, die Rückseite, ja. Haben Sie denn schon mal ein UFO gesehen? Ja, mehrere. Wo denn? Hier im Berliner Raum. Mehrfach. Das sind energische Flugmanöver. Die Bewegung, also energische Manöver. Zack, zack, zack. Und da sitzen die Arier drin? Da sitzen sie drin, ja. Richtig. wo kam jetzt die Arier her? Äh, vermutlich, aber das ist eine Vermutung, beweisen kann ich es nicht, da würde ich mich hüten, vom Aldebaran. Von diesem Stern Von diesem Stern im die Stiers, 68 Lichtjahre von uns entfernt. Naja, mit Überlichteffekten ist das ein Kratzensprung. Also die Arier sind quasi gar nicht hier auf dieser Nein, Welt geboren? Gar nicht auf dieser Erde geboren. Tja. Ja. Es gab im Deutschen Reich die sogenannte vriel und da gab es transmediale Kontakte zum Aldebaran mit den Vrildahmen. Wie ist denn das jetzt mit dem Wissen der Arier? Sind die schlauer? Was haben die für eine Intelligenz? Hoch, sehr hoch. Und bei den Ariern auf Aldebaran gab es da auch Schwarze? Nein. Dieser Planet ist ein Strafplanet. Mein Name ist Robert Seffer, ich bin Anthropologe. Meine veröffentlichten Arbeiten sind sowohl bei Amazon als auch über verschiedene andere große Buchhandlungen erhältlich. Sie sind ein schönes Geschenk. Wenn Sie meine Arbeit unterstützen möchten, können Sie das über patreon.com tun. Ich weiß das sehr zu schätzen. Danke. Bitte klicken Sie auf den Like-Button und abonnieren Sie für zukünftige Updates. Wie immer freue ich mich auf Ihre Kommentare. Also hinterlassen Sie mir bitte Ihre Gedanken. Ich wünsche Ihnen ein wundervolles Wochenende und hoffe, Sie bald wiederzusehen.